Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du in Thailand ein Haus oder eine Wohnung finden kannst. Die erste Möglichkeit, die viele in Anspruch nehmen, ist es über eine Immobiliengesellschaft. Da hast du keinen Aufwand, das ist einfach, gut, aber jedoch in den meisten Fällen halt ein bisschen teurer. Dann gibt es noch eine zweite Variante und das ist, wenn du selber hier in Thailand nach einem Haus oder einer Wohnung suchen gehst und vielleicht eben das findest, was du auch wirklich möchtest. Und das machen wir heute. Okay, das allererste, was man machen muss, ist, man benötigt einen fahrbaren Untersatz. Da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst ein Fahrrad, wobei in Thailand ist es sehr, sehr heiß. Du wirst ins Schwitzen kommen, weil du musst für die Suche nach einer guten Wohnung oder einem Haus 1 bis 2 Tage, wenn du dich nicht auskennst, vielleicht sogar 3 Tage reservieren. Diese 3 Tage brauchst du, um eben rumzufahren, um zu schauen, wo es Objekte hat, die zu vermieten sind und die du dann halt auch mieten kannst. Für ein paar Wochen, einen Monat oder auch länger. Ich in meinem Fall nehme natürlich mein Motorrad und werde mit dem Motorrad jetzt ein bisschen rumfahren, um mal zu schauen, ob ich was finde, und werde euch zeigen, was es so für eine oder für Möglichkeiten gibt für Objekte in Thailand, wie man sie findet, ganz eine wichtige Frage natürlich. Und noch viel wichtiger, wenn man sie gefunden hat, was macht man dann? Also bleibt dran, bis gleich. So, also ich habe da ein paar Objekte bereits gesehen und jetzt ist es ganz wichtig, nachdem ihr das Motorrad gemietet habt und ein bisschen rumgefahren seid, werdet ihr Objekte finden. Ob es Häuser sind, Wohnungen, was auch immer, im Moment sind wir noch bei den Häusern. Die Wohnungen werden auch gleich kommen, beziehungsweise die Apartments. Und wenn ihr solche Objekte gefunden habt mit diesen Schildern zu verkaufen, for sale oder zu vermieten, for rent, dann macht Fotos. Und wenn dort steht, zu verkaufen, heißt das nicht, dass es nicht auch zu vermieten ist. In Thailand können sie teilweise die Häuser über mehrere Monate oder Jahre nicht verkaufen und sind froh, wenn jemand das Haus für einen gewissen Zeitraum mietet. Also hier erster Schritt, oder beziehungsweise der zweite Schritt. Der erste Schritt ist das Motorrad mieten. Zweiter Schritt, rumfahren. Schauen, was euch gefällt, Fotos machen. Vor allem mit den Telefonnummern drauf. Wir werden jetzt noch weitere Objekte anschauen. Es gibt hier viele. Ich bin jetzt erst 30 Minuten unterwegs. Und dann später natürlich auch noch zum nächsten Schritt, wie man dann auch diese Objekte besichtigen kann, beziehungsweise mieten kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Thank you.
Da könnt ihr jetzt so kleine Häuschen sehen. Das sind sehr, sehr günstige Häuschen. Die gibt's an vielen Orten in Thailand für diejenigen, die wirklich, wirklich nichts ausgeben möchten. Diese Häuser kosten in der Regel so um die 3.000 bis 4.000 Baht pro Monat Miete. Dann, was natürlich auch noch schön ist, ihr könnt es sehen, wenn ihr rumfährt, um nach Häusern und Wohnungen zu suchen, ihr habt sehr, sehr schöne Landschaften und ihr lernt so auch Thailand kennen. Und vergesst nicht die Sonnencreme, es ist verdammt heiß und man hat schneller einen Sonnenbrand, als man denkt. So Leute, das sind solche Objekte, die interessant sind. Wie jetzt bereits gezeigt, auch hinter mir könnt ihr es sehen. Die haben Schilder, dass man sie mieten kann, mit dem Preis bereits dran. Dieses Haus hinter mir, was relativ schön aussieht und ist nur eine Minute vom Strand weg. Ihr könnt es vielleicht gleich sehen, dort unten ist der Strand, Cha An Beach. Die schreiben hier Long Term, also Langzeitmiete, 20.000 Baht pro Monat. Aber da kann man garantiert was machen mit dem Preis. Strandnähe, eine Minute zum Strand für 20.000 Baht und da gibt es nicht nur eins, sondern da gibt es gleich drei solche Häuser, die zu vermieten sind. Und wer so etwas zum Beispiel möchte, der kann da mit dem Preis garantiert noch runtergehen. Aber wie gesagt, zum Anrufen und mieten, wie das Ganze funktioniert am Ende des Videos. Ich bin jetzt erst 45 Minuten unterwegs und habe schon sicher über 30 Häuser gefunden. Ein Teil davon eben auf der Kamera, was ihr jetzt alles bereits gesehen habt und noch sehen könnt. Und natürlich werde ich noch weiter schauen, denn ich bin noch nicht zufrieden.
Es gibt natürlich auch Objekte, Apartments wie dieses hier, welches unmittelbar am Strand ist. Also ihr könnt hier sehen, hier ist der Strand, hier die Apartments. Diese Apartments werden nicht günstig sein, das sind eher Apartments für Leute, die gerne was ausgeben möchten. Die kann man natürlich auch mieten, monatlich, jährlich. Und es ist hier, wenn jemand Interesse hat bei solchen Apartments mit natürlich einem großen Pool in der Regel und Fitnessstudio, dann kann man auch direkt vor Ort, hier gibt es jeweils, in diesem Falle da drüben in der Ecke, ein kleines Office, ein kleines Büro, das immer besetzt ist, nicht 24 Stunden, aber während der Büroöffnungszeiten. Und dann kann man dort vorbeigehen und sagen, dass man Interesse hat, so ein Objekt zu mieten. Und dann wird auch der Preis bekannt gegeben. So Leute, ich bin jetzt seit 2 Stunden unterwegs. Habe schon eine Menge an Objekten gefunden und ein Objekt, das gefällt mir sehr gut. Ihr wisst sicher welches. Dass das eine Minute vom Strand weg ist für 20.000. Und da bin ich sicher, da kann man noch was machen mit dem Preis. Also ich schätze mal so 15.000 sollte drin liegen, wenn man es für 6 Monate oder ein Jahr nimmt. Vielleicht sogar noch weniger, wenn man es für ein Jahr nimmt. Eine Minute vom Strand, das wäre auch was für mich. Ja, auf jeden Fall brauche ich jetzt zuerst mal einen Kaffee. Darum habe ich hier beim 7-Eleven angehalten, wo es meinen Lieblingskaffee gibt. Kurze Pause, bis gleich. Ja, meinen täglichen Kaffee von 7-Eleven für 28 Baht. Ja, kann man nicht viel sagen. Milchkaffee schmeckt immer sehr, sehr gut. Hallo! Apartments. Bei den Apartments ist es so, dass man auch schauen sollte nach solchen Gebäuden wie diese hinter mir. Sie sind überall, vor allem dort, wo sich die Touristen aufhalten. Also Pattaya, Hua Hin, Phuket, Bangkok. Man findet sie wirklich zahlreich. In Thailand nennt man diese Bauten nicht direkt Apartments, sondern Kondominiums. Kondominiums hat man mehrere Möglichkeiten. Studio, Zweizimmer, Kondominium, 3, 4, 5, je nachdem wie groß das sie sind, desto höher ist auch der Preis und in der Regel natürlich auch in welchem Stockwerk. Je tiefer das man wohnt, desto günstiger, je weiter hoch das es geht, desto teurer. Auch hier bei diesen Kondominiums gibt es eine Lobby. Bei der Lobby, bei all diesen Anlagen kann man einfach hin und auch wieder, wie bereits schon erwähnt, dort fragen, was sie haben an Zimmern, wie viel es kostet, wenn man es täglich mietet. Wobei, da muss ich sagen, tägliche Preise sind teilweise sehr hoch. Da empfiehlt sich eher ein Hotel, weil im Hotel hat man für den meistens selben Preis noch Frühstück oder sonst irgendwelche Leistungen. Bei den Kondominiums, wenn man täglich mietet an einer guten Lage, hat man einfach meistens nur das Zimmer,
dann noch der Pool, wenn es einen gibt, und das Fitnessstudio. Ansonsten lohnt es sich hier, so ein Kondominium zu nehmen, wenn man es einen Monat oder mehr mietet. Wenn du zum Beispiel siehst, meistens kriegst du ein Zimmer in so einem Kondominium, also ein Apartment, für 10.000 Baht, ca. 300 Euro pro Monat. Wenn du jetzt aber nur 3 Wochen bleibst, du musst meistens einen Monatsvertrag abschließen. Das ist einfach, ein paar Regeln, die du einhalten musst, unterschreiben, meistens vielleicht noch ein Deposit hinterlegen von einer Monatsmiete oder zwei. Und dann, wenn du nach 3 Wochen schon rausgehst, weil dein Urlaub vielleicht nur 3 Wochen ist oder 2 Wochen, musst du das einfach frühzeitig sagen, und du kriegst dann auch das Deposit zurück und kannst dann abreisen, hast zwar dann 10.000 bezahlt für eine Monatsmiete, aber wenn das immer noch günstiger kommt als sonst irgendwo in einem Hotel pro Tag 5.000 oder 6.000 zu bezahlen, dann ist das sicher ein guter Deal, vor allem wenn es an einer guten Lage ist. Für Leute, die natürlich in Thailand leben wollen, länger hier sind, die meisten von denen mieten sich eben so ein Kondominium. Ich war auch sehr, sehr lange in diesen Kondominiums. Ich finde es Weltklasse, weil eben, wie gesagt, man hat einen Pool und auch einen Fitnessraum. Hier haben wir jetzt noch die sogenannten Dörfer, so nach dem amerikanischen Stil. Also ihr könnt sehen, es gibt hier so Häuser, die sind alle gleich, die schauen alle gleich aus. Viele davon haben auch Poolanlagen. Und hier gerade vor mir, wo die Schrift ist auf Thai, wo das Hill steht, dort hat es so ein kleines Kabäuschen, wo in der Regel der Sicherheitsbeamte drin sitzt. Und da kann man auch, wenn man solche Anlagen sieht, meistens sind die ein bisschen außerhalb, kann man beim Sicherheitsbeamten fragen, ob man rein darf. Vielfach lässt er einen rein gegen einen Ausweis, und dann kann man sich ein bisschen umschauen
wo es überall Häuser oder ja, Häuser zum Vermieten oder auch zum Verkaufen gibt. Und dann auch wieder, wie bereits mehrmals schon erwähnt, Fotos machen. Fotos von den Verkaufsschildern machen. Man kann natürlich auch, wenn man nicht reinfahren will, um alles anzuschauen, kann man auch den Sicherheitsbeamten fragen am Tor, ob es was gibt zum Verkaufen oder zu vermieten. Weil in der Regel sagen die Hausbesitzer dem Sicherheitsbeamten, wenn sie was vermieten wollen. Solche Villen gibt es sehr, sehr viele. Preis kann so zwischen 15 bis 30, 40.000 sein, je nach Ausbaustandort, nach Größe. Es gibt natürlich auch extrem große Projekte, die schon fast einen Fluss haben durch die ganze Anlage durch, also einen Swimmingpool, der ausschaut wie einen Fluss, riesig, die kosten dann auch viel, viel mehr. Es kommt auch ein bisschen auf den Service an, also so zwischen 10.000 bis 20.000 hat man hier einfach ein Häuschen, aber natürlich nur die Security ist inbegriffen, sonst nichts, vielleicht noch einen Pool, aber für diejenigen, die natürlich auch noch eine Putze wollen, also jemand, der putzen kommt, oder sonst noch irgendwelchen Service, dann gibt es auch große Anlagen für Rentner oder für Leute, die halt so mit Gleichgesinnten oder mit Leuten aus Deutschland, Schweiz, Österreich zusammenleben wollen in den großen Anlagen. Und dort hat man dann auch noch Krankenschwestern und, also noch vieles mehr. Für die Sparfüchse unter euch gibt es natürlich auch kostenlose Häuschen, wie zum Beispiel das da hinter mir. We'll be right back.
So, also, wir haben jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt. Das Einzige, was ich nicht detailliert gezeigt oder beziehungsweise erklärt habe, sind die sogenannten Townhouses, die Reihen Einfamilienhäuser, welches jetzt hier ich schnell einblenden werde, das Foto hier. Und dort ist das aber genau das Gleiche. Auch dort kann man schauen, was es so alles gibt. Okay, ich habe am Anfang des Videos gesagt, schießt Fotos von den Häusern, schießt Fotos von den Schildern mit den Telefonnummern. Das ist das Allerwichtigste. Es kann aber auch sein, dass wenn ihr dort seid, vor Ort, dass vielleicht ein Nachbar kommt oder der Hausbesitzer, wenn er dort ist, euch anspricht, was ein bisschen doof ist, weil ihr ja kein Thai sprechen könnt. Vielleicht kann er Englisch, wenn ihr irgendwo an den Touristenorten seid, kann das noch möglich sein. Und dann schon mal einen Augenschein nehmen könnt von dem Haus. Er lässt euch dann wahrscheinlich rein. Ich könnte ein bisschen rumschauen, was es da so alles gibt und ob es euch gefällt. Wenn das nicht der Fall ist, was meistens so ist, ihr habt die Fotos geschossen, ihr seid ja mit einem Motorrad dort, dann geht ihr zurück zu eurem Hotel oder wo auch immer ihr oder eure Unterkunft ist. Schaut euch an, macht euch eine Liste, welche Häuser oder welche Wohnungen ihr am liebsten mögt. Also welche die erste Wohnung ist, die ihr am liebsten möchtet, die zweite, die dritte, wie auch immer. Danach, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das erste Mal in Thailand seid, kennt ihr wahrscheinlich noch keine Thais, die euch helfen können. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr aber schon mehrmals hier gewesen seid, dann habt ihr vielleicht Thai-Freunde und könnt die dann fragen, ob sie mit euch zusammensitzen und all die Eigentümer anrufen oder die Hausbesitzer oder die Wohnungsbesitzer, von denen ihr ja die Nummern gesammelt habt mit Fotos und auf eine Liste eingetragen habt. Und dann ruft ihr die an. Also die Thai-Person ruft die an und spricht mit denen Thai. Die Thai-Person, dein Freund oder auch, ja genau, wenn ihr keine Thai-Freunde habt, dann fragt an der Rezeption oder im Hotel oder irgendjemanden, irgendeinen Thai, ob er schnell Zeit hat, 15 Minuten, 20 Minuten, um ein paar Anrufe für dich zu tätigen. Selbstverständlich gibst du dem Thai dein Telefon mit einer Thai-Nummer, welches du am Flughafen überall kriegst, also eine SIM-Karte, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, Link dazu findest du hier oben. Und dann gibst du eben am Thai dein Telefon und dann kann er anrufen und fragen, ob die Häuser zu vermieten sind. Wenn ja, wie lange, dass man sie mieten muss, für welchen Preis. Es kann sein, dass zum Beispiel ein Monat Miete 20.000 Baht kostet, 6 Monate Miete nur 15.000 Baht pro Monat. Und wenn ihr dann ein Jahr oder länger mietet, kann es sein, dass der Preis noch weiter runter geht. Das müsst ihr dann selber schauen, wie so die Preise sind und auch hier könnt ihr auf jeden Fall verhandeln. Und wenn ihr dann das Ganze durchtelefoniert habt, mal wisst, wie die Preise sind, es kann auch sein, dass die Leute dann sagen, die Thais, ja, komm zuerst mal vorbei, schau dir das Ganze an. Mach das nicht, frag zuerst nach dem Preis. Nachher geh dorthin und schau dir die ganze Geschichte an. Frag auch, ob die Häuser oder Wohnungen möbliert sind oder nicht, weil wenn sie nicht möbliert sind, dann musst du die Einrichtung entweder selber kaufen oder noch besser, du sagst dem Thai, dass er sie reintun soll und du bezahlst dann einfach noch ein bisschen mehr Miete. Das sind so die Möglichkeiten. Ich war heute 4 Stunden unterwegs, um die ganzen Häuser und Wohnungen zu finden. Wohlbemerkt, ich war nicht drin. Ich habe kein einziges Haus besichtigt und auch keine Wohnung besichtigt. Es hätte auch nichts gebracht. Ihr habt ja bereits schon auf meinem Kanal gesehen. Oder wenn ihr neu seid, dann schaut euch das Video noch an von meinem Bungalow, wie so ein Haus oder ein Bungalow von innen ausschaut. Also Kosten so im Groben für die Motorradmiete 10 Euro pro Tag, Sprit 3 Euro pro Tag, etwas zu trinken, etwas zu essen, weitere 5 Euro, 10 Euro pro Tag, das ist alles. Diese Investition, dann einen Tag oder auch zwei, um die ganzen Objekte zu suchen, die Region ein bisschen kennenzulernen und dann einen weiteren Tag, um die Anrufe zu tätigen und die Wohnungen anschauen zu gehen.
Dann noch schnell was zum Mietvertrag. Wenn ihr ein Haus mietet oder ein Apartment, kriegt ihr in der Regel einen Mietvertrag. Einen Basic-Mietvertrag. Es ist auch nicht so in Thailand, dass man die Wohnung oder das Haus in einem extrem super gereinigten Zustand bekommt. Es kann auch sein, dass die eine Wohnung oder das Haus, die Wohnungen eher nicht, aber die Häuser vielleicht nicht immer ganz sauber sind am Anfang. Kann sein, dass man da ein bisschen nachhelfen muss mit Reinigen. Aber das Gleiche auch, wenn man nachher das Haus verlässt. Es ist in Thailand ein bisschen besenrein abzugeben, also nicht so wie zum Beispiel in der Schweiz, wo noch eine Putzfirma oder ein Putzinstitut da alles reinigen muss. Das nicht. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt sie mir unten in die Kommentare, auch eure Bemerkungen. Und ja, Daumen hoch zum Video, wenn es euch gefallen hat und hilfreich war. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss aus Thailand.